Hallo, herzlich willkommen. Okay. Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Heute möchte ich mit euch ein richtig tolles und schnelles Rezept machen. Und zwar sind das Oreo Cheesecakes mit ein paar Himbeeren. Und das finde ich total lecker. Und deswegen zeige ich euch das heute. Und zwar machen wir das einmal in solchen Gläsern. Das finde ich total schön. Da sieht man es auch von außen schön. Und einmal in Muffinförmchen. Da werde ich später das Papier entfernen. Und dann ist es halt so zu beißen aus der Hand. Ja, und jetzt starten wir mit dem Boden. Und dafür habe ich hier Oreo-Kekse. Das sind für 12 Muffins. Braucht ihr da 18 Stück. Deswegen habe ich die jetzt hier auch liegen. Und die werde ich jetzt erstmal auspacken. Und den Keks drehe ich jetzt einmal so auseinander. Und jetzt kann ich hier drin die Creme entnehmen. Ist auch nicht schlimm, wenn er bricht. Und diese Kekse werde ich jetzt in so einen Gefrierbeutel geben. Und den jetzt befüllen und dann mit Nudelholz so raufhauen, dass sie zerbröseln. Und jetzt kann ich diese schönen Keksbrösel hier in eine große Schüssel füllen. Und jetzt kommt noch 40 Gramm geschmolzene Butter mit dazu. Und das wird dann schön verrührt. Jetzt füllen wir mal einen Esslöffel dieser Bröselmasse in die Muffinförmchen oder halt in die Gläschen. Und das wird dann auch noch schön flach gedrückt. Ich habe jetzt hier ca. 200 Gramm aufgetaute Tiefkühlhimbeeren
Und jetzt kann ich die mit der Gabel so ein bisschen zerdrücken und verteile die jetzt den Muffins und ziehe die dann hier auch so ein bisschen lang, dass es so ein kleines Muster ergibt. Nehme ich ca. 2 Himbeeren pro Muffin und mache das dann bei allen und bei den Gläsern auch. Aus. Die kommen jetzt bei 170 Grad über Unterhitze für ca. 20 Minuten in den Ofen. Meine Muffins sind jetzt fertig gebacken und auch schon fertig ausgekühlt und jetzt können wir sie gleich noch probieren. Jetzt nehme ich hier einfach mal so einen Muffin raus und jetzt könnt ihr zum Beispiel das Papier so entfernen und die dann auf einen Teller setzen und dann so schön löffeln. Also so. Oder ihr nehmt es in die Hand und beißt ab. Und bei diesem kleinen Gläschen könnt ihr es auch einfach so rauslöffeln. Ja, und ich probiere das jetzt einfach mal kurz. Also mir schmeckt der Cheesecake sehr, sehr lecker. Ist auch gar nicht so süß. Und etwas fest von der Konsistenz her. Ich finde, der Boden passt super dazu, das Fruchtige finde ich auch gut, würde ich auch nicht weglassen. Ihr könnt es uns zwar austauschen, aber das passt halt ganz gut, weil Säure mit reinbringt. Wer möchte, kann auch gerne ein bisschen mehr zukommen nehmen. Bei mir hat es jetzt genau gepasst.